Hi, Linda hier. Ab heute will ich ab und zu mal einfach über Männer lästern. Ich will einfach so erzählen, ob aus meiner Seele, ob alle Frauen genauso denken wie ich. Würde ich gerne mal gucken, wer genauso denkt wie ich über Männer von den Frauen. Also wenn wir Männer sagen, also Schatz, ich liebe dich, meinen wir auch wirklich, ich liebe dich, weil du bist alles für mich, weil mein Herz nur für dich schlägt, weil und so weiter, ne? Und wenn Männer das sagen, habe ich ein paar Sachen unten geschrieben, was, wenn Männer sagen, dass ich dich liebe zu einer Frau, was liebe, das eigentlich in Männersprache, was ich so denke, bedeutet. Das bedeutet, Schatz, ich kann ohne dich nicht meine dreckige Unterwäsche wechseln. Weil ich einfach nicht weiß, ob die so dreckig geworden sind. Frauen, wer von euch erinnert ihr Mann nicht? Schatz, du hast doch gestern angezogen, kannst du heute kein anderes anziehen? Ich habe auch gedacht, wenn ein Mann sagt, Schatz, ich liebe dich, das bedeutet, ich finde mein Hemd nicht ohne dich. Deswegen musst du bei mir bleiben, Schatz. Ich kann meine Kleider nicht falten. Wieso eigentlich nicht? Ohne dich, Schatz, würde ich zu viel essen, dann würde ich so dick. Wie essen Männer eigentlich immer so ungesund? Also, ein Mann kann eigentlich im Haushalt nicht. Der kann nicht aufräumen, der kann nicht absaugen, kann kein Fenster putzen, kann keine Spülmaschinen leeren, kann Blumen nicht wässern. Können nicht oder wollen die nicht? Okay, ich bin anderer Meinung. Und von wegen, oh, starke Geschlecht. Welches starke Geschlecht kann nicht Hemd bügeln? Kann nicht T-Shirt falten, kann seine Socken nicht vom Boden abheben. Männer, denkt er doch, gibt ihr einfach diesen Titel weg an Frauen. Starkere Geschlecht. Und warum? Weil die ja gar nichts hinkriegen, außer kochen. Also lass mal einen Mann da in der Wohnung, gehst du irgendwann, kommst zurück, ist dein Kühlschrank leer, deine Gefriertür leer und ist ganz, ganz viel am Rumstehen, weil die gehen bestimmt ganz viel einkaufen, kaufen Mayo, kaufen Ketchup, kaufen Fleisch. Nur Gemüse wird bestimmt nicht da sein und Obst. Obst und Gemüse nicht. Deswegen habe ich gedacht, Männer jagt nicht mehr alle. Ja, von wegen und immer dieses Geheule, ja nervt. Ja. Oh, ich hab so viel Zahnschmerzen. Oh. Und wir? Ich habe Bauchschmerzen, vielleicht bin ich operiert, stehe ich trotzdem morgen früh auf, mache ich Kind fertig, bringe das Kind weg, mache Staubsauger, putze, mach Waschmaschine, mach Trockner an und gehe ich arbeiten. Und was macht ihr? Ich habe so viel Zahnschmerzen, Zahn und Schatz. Oh. Eigentlich, nee, keine Worte. So crazy geht gar nicht. Ja. Und dann gab es noch Männer und Frauen, die verstehen sich irgendwie immer nicht. Letztens war ich mit jemandem, wir renovieren eine Wohnung. Der trägt ganz viele Sachen draußen. Und sagt mir, Schatz, kannst du eine Mülltüte mitnehmen? Frauen, was wollt ihr unter das verstehen? Schatz, bringst du Mülltüte mit? Habe ich natürlich eine leere Mülltüte rausgenommen, Tür zu und zum Auto. Und wo ist die Mülltüte? Ich sag, ja, hier, Schatz. Was? Ich dachte, du bringst ein voller Mülltüte. Tüte voller Müll. Warum sagt ihr nicht einfach, was ihr meint, richtig, dass wir Frauen euch verstehen? Wir versuchen auch immer und dann beschwert ihr euch immer, dass wir zu viel quatschen. Von wegen, ja, du sprichst zu viel. Oh Gott, bloß nicht, ich höre nicht. Jetzt mache ich einfach on, bei den Ohren am besten richtig so auf, dass Wasser von hier rein und hier raus geht. Aber sprechen könnt ihr auch nicht. Ja. Weißt du was, wir haben keinen Zucker mehr. Ja, ich bring mit. Schatz, das Kochtopf ist kaputt, brauchen wir neu.
Ja, kein Problem, Schatz. Ich bring das mit, wenn ich einkaufen gehe. Schatz, wir haben kein warmes Wasser mehr in der Küche. Ja, mach nichts. Ich repariere das schon. Und morgen gehen wir. Schatz, wo ist eigentlich das Kochtopf? Welcher Kochtopf denn, Schatz? Was habe ich dir heute Morgen gesagt? Heute Morgen? Was macht ihr mit euren Ohren? Nix? Echt aber. Wir sind einfach müde, ihr hört sie einfach zu. Und wenn ihr was klären wollt, quatscht ihr einfach. Spricht aus eurer Seele, dass wir euch auch verstehen. Nicht immer und nix verstehen. Das denken wir von euch. Ja? Ja. Das nervt mich einfach eigentlich bei Männern noch. Was mich einfach so nervt. Alle Frauen sitzen da und sagen: Oh, Socken! Ganz ehrlich, Socken stinken! Die haben nichts im Wohnzimmer zu suchen. Socken, getragene Socken haben nicht im Schlafzimmer auf dem Boden zu suchen, wenn ihr arbeiten geht. Wieso könnt ihr nicht einfach aussehen? Irgendwo im Bad gehen und in Waschkorb. Welcher Korb? Nicht Waschkorb. Welcher Korb bedeutet ein Korb, der ab und zu mal so im Badezimmer steht, vor dreckige Wäsche. Männer. Ihr baut doch diese ganze Sache. Man arbeitet mit Maschine, mit großen Autos. Man weiß alles, was in einem Auto befindet. Aber man weiß überhaupt nicht, was wofür ein Wäschekorb ist. Ich verstehe das nicht. Ja. Und dann dieses, was habe ich noch? Die ganze, dieses jeden Tag gleiche T-Shirt, gleiche Hemd anziehen oder eine Jacke. Und ein Mann läuft. Und wieso? Du hast doch voller Schrank, voller Neuklamotten, gebügelt, gewaschen, schon gefaltet von mir. Zu blöd, einfach irgendwas ein T-Shirt drauf zu nehmen. Ja, und was machen? Ja, sieht man, dass ich das von gestern habe. Aber wenn im Auto sitzt und sagt, die ist aber scheiße angezogen. Ey, warum müssen wir immer perfekt sein und ihr nicht? Verstehe ich nicht. Denkt ihr doch ein bisschen denken, ja? Ja, ich erzähle euch nachher noch mehr.